Wir gehen da jetzt nochmal Stück für Stück durch bei der ganzen Nummer und gucken mal, was wir da rausziehen können. Und vor allem wird jetzt gleich interessant, was ganz am Anfang von diesem Clip gesagt wird. Ich habe mich da, glaube ich, nicht verhört. Moment. Wir switchen gleich nochmal rüber. Ja. Jetzt hört mal ganz genau hin. Moment. Wir haben halt echt keine Untertitel, ne? Moment. Ich versuch's mal zu übersetzen. So, you show up here, prank call me, then go on and on. So, du tauchst hier auf, obwohl du mich vorher geprankcalled hast, also quasi aus Spaß angerufen hast. Und jetzt sagt Ben zu ihm: Ich hab dich nicht angerufen. Das war nicht ich. Didn't prank call you. I didn't call you at all. Ja, ich hab dich wieder geprankcalled. Ich hab dich überhaupt nicht angerufen. Das finde ich sehr interessant. Das heißt. So you show up here, prank call me, then go on and on. I didn't prank call you. I didn't call you at all. Das heißt, die, wer auch immer dahinter steckt, Jonas Santos oder wer auch immer, die rufen die verschiedenen Kinder an. It's a trap, genau, Frank, genau. Die rufen anscheinend die verschiedenen, ich sage immer noch die Kinder. Das werden immer meine Kinder sein. Hört sich falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Die werden scheinbar wirklich angerufen und das mit den Stimmen von den Nupla Six. Also, Darius hat anscheinend einen Anruf bekommen von der Stimme, die sich wie Ben angehört hat. Und Ben sagt aber gerade einfach selber: Nö, ich war das überhaupt nicht. Das könnte noch sehr interessant werden. Wird eine Fortsetzung zu Was wäre, wenn es zwei Indominus Rex? Ja, wird es geben. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das heißt, warum auch immer die beiden jetzt hier sind, die sind scheinbar in eine Falle gelockt worden durch irgendein Stimmenimitat von Ben selber. So you show up here, prank call me, then go on and on. I didn't prank call you. Die Frage ist nur, mit was hat er ihn geprankcalled? Das werden wir dann rausfinden, aber das würde ich mal sehr interessant finden. I didn't call you at all. Und es muss damit zusammenhängen, dass jetzt die Atrociraptoren auftauchen. Dieser Prank-Call muss irgendwie die Atrociraptoren zu Darius geführt haben. Sehr wahrscheinlich hat der Fake Ben Darius angerufen und eben irgendwas gesagt von wegen, ey, lass uns mal treffen. Ich weiß aber gar nicht, wo du gerade überhaupt bist. Wie wär's, wenn du mir einfach mal deine Adresse verrätst oder deinen Standpunkt verrätst? Und dann hat er eben gesagt, ich bin hier und da. Und Ben hat es irgendwie aber auch parallel dazu rausgefunden und merkt aber jetzt gerade, ey, das war ein Prank-Call. Das war ich überhaupt nicht. Da hat irgendjemand anders die Adresse oder den Standpunkt von Darius herausfinden wollen, weil Darius scheinbar der nächste Angriffspunkt ist in dieser ganzen Geschichte. Darius ist die nächste Person, die umgebracht werden soll, vielleicht nach Brooklyn. Ah, ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und auch die Stimmung jetzt hier. Das hier schon, dieses Licht an, Licht aus Ding, das hat schon so einen kleinen Horror-Flair. Und es ist natürlich immer noch eine Kinderserie, klar. Aber es wirkt so ein bisschen wie Staffel 3 von Camp Cretaceous. Und Staffel 3 war geil. Die hat so einen ganz kleinen Horror-Flair drin gehabt. Das ist ultra geil. Sinn ergibt. War das Bild eben gerade weg? Was auch wiederum Sinn ergibt, weil obwohl er hätte auch einfach Velociraptor sagen können. Das würde mehr Sinn machen, glaube ich. Didn't your fence alarm go off? I closed the gate behind. I closed the gate behind, das heißt Darius. Wir haben ja ganz kurz mal gesehen, wie Darius wirklich auch lebt im Wald. Ne? Der lebt ja anscheinend in so einem Wohnwagen. Und überall hängen dann an so Schnüren hängen so Alarmdosen und so ein Kram. Und jetzt hat Ben eben gerade gemeint, eigentlich habe ich das Tor aber eigentlich zugemacht. Das heißt, Darius scheint ein größeres Anwesen zu haben, wo er eben jetzt haust. So, jetzt merkst du aber schon, wie der Atrociraptor quasi ausholt zum Reinspringen. Das hätten sie ein bisschen kürzer machen sollen, finde ich.
Weil, das hast du eben jetzt hier, jetzt siehst du das eben gerade schon, jetzt gleich passiert es dann auch. Und ich finde, wenn da die Zeitspanne ein bisschen kürzer gewesen wäre, da wäre es ein bisschen geiler rübergekommen. Why don't you just move on? Zack. Okay. Mein Gedanke jetzt hier eben gerade war erstmal gewesen, dass das hier Ghost sein muss. Allerdings sehen wir Ghost am Ende dieses Clips und Ghost hat natürlich rote Augen. Das heißt, das hier ist nicht Ghost. Das hier wird Pantera oder Tiger sein. Ich denke immer noch mehr Tiger. Wenn es um die Clips ging, die wir im Trailer gesehen haben. Obwohl, jetzt haben wir hier dann wirklich auch diese Punkte. Da zum Beispiel und da. Du siehst ihn aber auch nur von der Seite. Das könnte auch Pantera sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder Red? Ist schwierig. So, jetzt haben wir den zweiten. Und jetzt ist meine Frage, ob das dieselben... das hier könnte Red sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Meine Theorie ist ja immer noch, dass wir verschiedene Varianten haben. Also wir haben quasi mehr Reds. Wir haben mehr als nur einen Tiger. Wir haben mehr als nur einen Pantera. Und ich kann es hier halt nicht richtig erkennen. Keine Ahnung. Ja gut, jetzt könnte man hier wieder sagen, das wäre Tiger wegen den Streifen. Ich, na. Die Bewegungen der Figuren sind hier auch nicht mehr ganz so ruckartig wie früher, oder? Das war so eine Sache, die habe ich bei Jurassic World Camp Cretaceous, habe ich die öfter angekreidet, dass die Bewegungen der Figuren, die waren immer so extrem ruckartig. Die sind quasi dann vom Stehen in Vollspeed, ging das ruckzuck. Und hier finde ich es sehr, sehr weich. Moment. Ne, da war es doch schon gewesen eben gerade. Wenn er da bei der Treppe runterspringt. Das hier zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel sehr angenehm. Von der Animation her. Moin, moin an dich auch zurück. Wie geht's dir? Da haben wir es aber eben gerade gesehen, oder nicht? Sind das zwei Tigers? Das hier auf jeden Fall, das würde ich einfach mal sagen, das wäre auf jeden Fall Tiger. Ja, wegen den Streifen. Ich meine, Red hat auch so Streifen gehabt, aber Tiger hat sie ja sehr prägnant gehabt, deswegen heißt er ja auch Tiger. Deswegen würde ich einfach mal sagen, das hier wäre Tiger. Und dann ist das hier Red oder was? Gut und Ihnen, du kannst ruhig du sagen. Danke. Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich bin ein bisschen erkältet, ich habe sau wenig Schlaf gehabt. Aber nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, einfach nur, weil ich sau blöd schlaf aktuell. Keine Ahnung wieso. Also so richtig, ja, oft wach nachts und so und bla bla bla. Aber ansonsten bin ich gesundheitlich fit, ja. So, auch das hier, wo hat er diese Knarre jetzt wieder her? Wo kommt das Ding her? Und die Waffe sieht für mich, die sieht sehr, sehr selbstgemacht aus. Na, wir haben ja schon im allerersten Teaser gesehen, dass Darius sich so ein bisschen selber abgesichert hat. Und ich glaube, dass diese Waffe ebenfalls selber gemacht wurde. Ich würde nur mal echt gern wissen, ob das jetzt beides Tigers sind oder ob wir immer noch hier zwei, oder auch drei verschiedene Atrociraptoren.
Siehst du halt echt nur ganz schwer. Nee, ich weiß es auf jeden Fall erstmal. Genau. Und da sehen wir es jetzt nämlich auch. Hier diese ganzen Glocken und diese Dosen, damit irgendwas einfach klingelt und eben ja, quasi Alarm schlägt, sollte ein Dinosaurier hier das Anwesen betreten. Da ist jetzt meine Frage, wie haben es die Atrociraptoren geschafft, da drum herumzukommen? Wahrscheinlich durch Springen oder sowas. Da haben wir Ghost. Es wird auf jeden Fall auf meinem Hauptkanal noch ein Video dazu geben, wo ich die ganze Nummer hier mal ein bisschen analysieren werde. Ja, gerade eben auch mit Ghost. Und da gibt es ein paar Fragen, die ich einfach zu der ganzen Nummer habe. Oh, Christ. Und das war's auch schon. Ja, der erste Clip zu Jurassic World Chaos Theory. Ich finde ihn eigentlich ganz geil an sich. Es macht zumindest auf jeden Fall Lust auf mehr. Du bekommst aber einfach halt nicht mehr Antworten zur Serie. Du bekommst, ja, wer steckt dahinter? Ist Brooklyn wirklich tot? Die ganze Nummer. Aber das werden sie natürlich auch immer noch geheim halten.